Hey und willkommen hier in der Arena der Messer Barbaros. Ja, hier sehen wir, die Messer Barbaros streiten sich um die Körner. Die fleißigen Gladiatoren. Okay, Spaß beiseite. Heute ist ein neues Video fällig. Ja, ist schon wieder ein Monat her, seit das letzte Video kam zu denen. Und dann sehen wir auch gleich ein bisschen mehr über die nach dem Intro. Viel Spaß! Jetzt habe ich ganz versucht, hier die Reflexion wegzukriegen. Habe jetzt Lampen links und rechts hingestellt. Und ich hoffe, die Reflexionen lassen jetzt etwas nach. Und dann nehmen wir auch gleich mal Abdeckung vom Nest und schauen, was oder wie es so der Kolonie geht. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall relativ voll die rechte Seite. Oben. Ja, und hier sehen wir auch die Königin mit dem roten Kopf. Die sitzt hier in der Kammer meistens. Hier haben wir ein paar größere Arbeiterinnen, Medias wahrscheinlich noch. Und hier haben wir auch einen großen Bruthaufen mit Puppen und meisten Larven. Ja, und hier ist die Kornkammer schön mit ihren Drüsen markiert. Hier haben wir noch eine Kornkammer. Da haben sie auch noch ein paar Körner gelagert. Hier oben sind halt auch eine Ecke, wo auch das Ameisenbrot hergestellt wird. Hier sehen wir auch eine Major, die jetzt noch nicht so alt ist. An diesem orangen Kopf kann man das gut erkennen. Und hier in der Mitte, das irgendwie so aussieht wie ein Pilz oder sonst was, ist das sogenannte Ameisenbrot. Ja, auf jeden Fall sieht die Kolonie jetzt schon recht stattlich aus. Ich wette, man kann jetzt schon ein bisschen von der Kolonie reden. Es sind auf jeden Fall ein paar Arbeiterinnen mehr dazugekommen. Hier läuft auch gerade die Königin vorbei. Ja. Neue Eier wurden da auch gelegt, wie man sehen konnte gerade. Zwar mehrere sogar. Einen großen Haufen. Vielleicht sogar schon zwei zusammengeklebte Haufen. So, und hier unten werden dann halt die verbrauchten Körner gelagert, die schon geknackt wurden und das Innere schon als Ameisenbrot verarbeitet wurde. Ja, hier sind die ganzen Schalen und Überreste von den Körnern. Das wird hier alles unter dem Nest gelagert. Heizkabel ist da auch noch natürlich drin. So, hier die Puppe. Kann man wahrscheinlich gut erkennen, wird wahrscheinlich in den nächsten paar Stunden oder vielleicht auch noch morgen schlüpfen. Ja. Hier sehen wir auch mal die Maja und das Ameisenbrot. Ja. So, und das war es jetzt eigentlich auch so von der Kolonie an sich. Hier unten in der Ecke ist da nichts mehr drin lagert. Da waren ja mal Körner drin, jetzt aber nicht mehr. Es ist einfach nur noch so eine leere Ecke. So, und jetzt sind wir mal wieder in der Arena und wir sehen auch gleich direkt so einen Körner- und Samenhaufen. Ja, die habe ich von Wiesen und von neben den Straßen, diese Grünstreifen. Ja, von Feldern würde ich die jetzt eher nicht nehmen. Die sind meistens gespritzt, die Felder, und da sind halt viele Insektenpestizide dran, was natürlich nicht gut für Insekten ist, die Ameisen. Deswegen lieber von Wiesen und nicht von Feldern nehmen. Hier, wir können auch schön sehen, wie Arbeiterinnen hier auch interessiert an den Körnern sind und die wahrscheinlich auch früher oder später auch ins Nest tragen werden. Die sind halt noch unschlüssig, so wie es aussieht. Ein bisschen viel, mit welchen sie anfangen sollen. So, hier habe ich ein kleines Pflänzchen eingepflanzt. Das war, glaube ich, mal in der Arena der Camponotus Nicobarensis drin. Auf jeden Fall ist dann nach einiger Zeit so ein Trieb rausgewachsen.
Gar nicht wahr, gar nicht wahr. Das ist nicht von den Caponotus nigriparensis. Das hatte ich einmal so irgendwo reingepflanzt in so einen Topf. So, hier haben wir die Invert-Zuckertränke. Da geht nach wie vor nicht so viel ran. Hier das Thermometer, 25 Grad, ist auch gut. Hier ist der Trichter. Hier fülle ich alle paar Tage wieder Wasser nach, damit es auch ein bisschen feuchter ist. Das ist an der Tränke hier drin, sind auch immer durchgehend 3, 4, manchmal sogar 5 Arbeit drin. Selten oder öfters sogar auch ein paar mehr. Ja, den Eisstiel haben die hier, weil der da dran gelehnt war, vor das Nest geschoben, vor den Nesteingang. Da sieht man auch, welche Kraft die da haben. Ja, hier habe ich so ein Rindenstück, so ein Nadelrindenstück reingelegt. Und hier, ups, verrat mein Finger, tut mir leid. Links gleich zeige ich dann diesen Stab, diesen Stock, den ich da noch zugelegt habe. Sieht auch ein bisschen schön aus, wenn man das so nennen kann. Ja. Ich wackel gerade hier ein bisschen mit der Kamera herum. Auf jeden Fall, jetzt kommt auf jeden Fall noch ein Zeitraffer. So, da bin ich wieder. Das war's jetzt vom Video und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und falls ihr Spaß habt, könnt ihr beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Bye!